Sie werden mit viel Liebe und ehrenamtlichem Engagement betrieben, die Heimatmuseen an der Oste. In Geversdorf beherbergt das ehemalige Rathaus eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Bildern und Alltagsgegenständen. Selbst das Klassenzimmer unserer Vorfahren ist vorhanden. Und natürlich ist auch die Saalfähre vertreten. Als Modell, als Bild und als Super-8-Film, den mir Günter Lunden dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Geversdorf. Über Jahrhunderte wurden hier Menschen, Vieh und Waren über die Oste gesetzt. Hier zwischen Geversdorf und Itzwörden, zwischen Landhadeln und Kehlingen, ist eine Fährverbindung seit 1423 dokumentiert. Fast 400 Jahre lang hatten die Landesherren das Fährrecht inne, bevor es 1840 in bürgerliche Hände kam. 1870 wurde die sogenannte Fährgerechtigkeit auf den Fährhof auf der Itzwördener Seite übertragen, der den Fährbetrieb bis zum Ende des Ersten Weltkriegs aufrechterhielt. Der letzte hölzerne Prahm wurde schon 1890 durch eine eiserne Fähre ersetzt. 1922 sollte der Fährbetrieb eingestellt werden. Die Provinz Hannover verklagte den preußischen Fiskus und bekam 2 Jahre später Recht, der Staat sei verpflichtet, die Fähre zu betreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Geversdorfer Schmiedemeister Hermann Lühmann neuer Fährpächter. Er ließ 1949 in Stade die größte aller Ostefähre bauen. Rund 5 Minuten dauerte die Überfahrt. Der Prahm hatte eine Tragfähigkeit von 60 Tonnen. Damit konnten etwa 20 Personenwagen transportiert werden. Oder 2 Lastkraftwagen mit Anhänger. Irgendwann war der Prahm dem zunehmenden Autoverkehr nicht mehr gewachsen. Es wurde mit dem Bau einer Straße begonnen, die zum einen den Ort Geversdorf vom Verkehr entlastet und zugleich diesen über eine moderne Klappbrücke über die Oste führt. In der Zwischenzeit war die Seilfähre in die Jahre gekommen. Die Tragfähigkeit musste auf 20 Tonnen reduziert werden.
Am 13. September 1988 setzte die Geversdorfer Fähre ein letztes Mal über. Dann wurde der Fortschritt mit der Einweihung der neuen Brücke über die Oste gefeiert. Die lange Geschichte der Ostefähren war zu Ende. This bridge is made of hope. This bridge is made of hope. In this world of hunger, war and strife, we can together, all included, build a better An der Fährstelle Itzwörden steht seit 1930 ein kleines Wartehäuschen auf einer kleinen Wurt und bietet Reisenden, die vergeblich auf die Fähre warten, etwas Wetterschutz in unmittelbarer Nähe zur neuen Ostebrücke, die auch schon stramm auf die 40 zugeht.